Start heran und dann warten wir nur noch auf Man on the Moon mit Fabrice Veron, Top-Jockey aus Frankreich, der extra für diesen Einritt heute angereist ist aus Paris. Im Sattel also von Man on the Moon. Man on the Moon kommt ganz außen heran. Alles ist startklar für den Preis des Winterfavoriten und Boxentüren auf an der 1600 Meter Marke. Alle 8 Kandidaten sind gut auf die Beine gekommen. Wer übernimmt zunächst einmal die Spitze? Moonlight Man mit Adrie de Vries gleich in vorderster Linie auszumachen vor Sibelius, Rip Van Lips an der Außenseite. Dann sehen wir den Favoriten Django Freeman als viertes Pferd. Noble Moon ist fünfter an der Innenseite. Wilder, dann ist es Man on the Moon und letztes Pferd ist zunächst einmal Bristano. So geht es die Gegenseite hinunter. Vom ersten bis zum letzten Kandidaten sind das keine 4 Längen. Moonlight Man zeigt den Weg, führt also vor außen Rip Van Lips, dann Sibelius, an der Innenseite Noble Moon, dahinter dann Django Freeman, an der Innenseite Wilder vor Bristano und letztes Pferd ist Man on the Moon. So geht es in den Schlussbogen bereits hinein. Nach wie vor ist Moonlight Man an der Spitze dort, macht aber viele Fehler dort. Moonlight Man ist vorne vor Rip Van Lips, Noble Moon an der Innenseite, dann ist es Sibelius, dann Django Freeman, dann Wilder vor Bristano und vor Man on the Moon. So geht es gleich in die Zielgerade hinein. Noble Moon an der Innenseite geht zunächst einmal nach vorne. Noble Moon vom Außen davon ist es Moonlight Man. Django Freeman sucht sich jetzt die Lücke, hat sie gefunden. Da wird es eng für Rip Van Lips. Aber außen kommt der Winterfavorit. Außen kommt Django Freeman von Noble Moon an der Innenseite. Der wehrt sich aber. Noble Moon an der Innenseite wehrt sich gegen Django Freeman außen. Die beiden machen das unter sich aus. Noble Moon, Django Freeman an der Außenseite versucht sich nochmal zu wehren, aber Noble Moon an der Innenseite mit anderer Stärke. Noble Moon vor Django Freeman. Noble Moon gewinnt den Winterfavoriten gegen Django Freeman. Man on the Moon wird Dritter vor Rip Van Lips. Mann, war der unglücklich. Sibelius und so weiter und so fort. Letzter war Wilder, aber Noble Moon ist der Winterfavorit für Ecki Sauren, für Peter Schürgen und für anderer Stärke. Vorläufiger Richterspruch, 7. Rennenpreis des Winterfavoriten. Nach Auswertung der Zielfotografie ist Sieger die 5 Noble Moon mit einem Kopfvorteil vor der 2 Django Freeman. Drittes Pferd die 3 Man on the Moon und vierter war die 6 Rip Van Lips. Wiederhole vorläufiger Richterspruch, 7. Rennenpreis des Winterfavoriten. 5 Noble Moon, 2 Django Freeman, 3 Man on the Moon und 6 Rip Van Lips.